Rund 250 Teilnehmer und noch viel mehr Zuschauer sorgen beim 18. Gaflenzer Rad- und Laufsporttag für tolle Stimmung auf und neben der Strecke. Helmut Stubauer vom Organisationskomitee freut sich auf eine großartige Veranstaltung. Ja, traditionell zum 18. Gaflenzer Laufsporttag gibt es vorher auch den Wiki-Sparkassen Kinderlauf Cup. Es ist heuer der 4. Lauf von dieser erfolgreichen Kinderlaufserie und auch diesmal freuen wir uns, dass an die 150 Kinder heute teilnehmen. Bei den älteren Teilnehmerinnen führt kein Weg an der Lokalmatadorin Marlene Stubauer vorbei. Bei den Burschen kommt es zu einem spannenden Zweikampf zwischen Florian Rosinger und Oliver Gabriel Ramskogler. Ich bin ein bisschen schnell weggerannt, dann habe ich einen Funk reingeholt und da habe ich eh recht gut mitgenommen. Und dann bin ich halt bis zur Ende der zweiten Runde mit einem mitgenommen und in der dritten Runde ist mir dann der Fahrgrund. Ja, ein Oliver Gabriel Ramskogler, der hat das ein wenig ausgenutzt, dass der weggegangen ist. Im Zusprint habe ich ihn dann hab ich mich noch aussetzen können. Höhepunkt des Tages ist der Radbewerb und die Läufe auf den Hausberg der Gaflenzer, den Heiligenstein. Der Sieg bei den Radfahrern geht an den Vorjahrssieger Marco Stockner. Er braucht für die 340 Höhenmeter auf 8,2 Kilometer 19 Minuten und 39 Sekunden. Die Herausforderung war auf alle Fälle heute der Wind, der war relativ stark. Aber es hat sich dann gut gezeigt, dass wir dann miteinander aufgefahren sind, da hat man sich recht gut an den Wind entgegenstellen können. Das hat recht gut gepasst. Der Lauf auf den Heiligenstein bringt einen Doppelsieg für Gaflenzer Läufer. Der Favorit Thomas Teufel kann sich gegen Wolfgang Steindler durchsetzen. Ich bin 90% gelaufen, ich bin gleich von Anfang an abgesetzt und von daher war es für mich sehr ein chilliger, gemütlicher Lauf, muss ich sagen, und bin nicht ganz am Limit gewesen. Den Damensieg holt sich Julia Mühlbacher. Also es waren ziemliche arge Windverhältnisse, einmal von der Seite, einmal von vorne, einmal von hinten. Und ja, die letzten 2 Kilometer auf sind nicht immer das Schwierige, aber das hat schon passt. Der Obmann der Wintersportgruppe Gaflenz, Werner Harreiter, zieht eine äußerst positive Bilanz. Der Stubauer Helle, was sich der da ins Zeug gelegt hat, da muss ich auch herzlich danken und auch allen für den Stützgehalt, für die Wertung und da ist, die sind alle im Hintergrund und da möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen.